Hey, ich bin Rezo. Und ich bin Julian Bam. Best of Hobbylos. Wie geht's dir, mein Lieber? Das ist dein erster Satz. Das ist kein guter erster Satz. Wieso? Hä? Du hast sonst immer so erste Sätze, die so direkt catchen. Die so, wo du direkt so denkst, so, boah, ich bin im Prozess drin. Echt jetzt? Ja, ich, wie, so, dass man so richtig so eingenommen wird. Ja, diese Woche ist wenig passiert bei mir. Ah, nee, die Kriminalpolizei war bei uns. Ey, warte. Wieso startest du nicht damit? Ach so, ja, stimmt. Damit so hätte ich starten können. Ja, nee, die Polizei Aachen war bei uns. Warte, langsam. Mach nochmal so einen ersten Satz, der so, wir tun so, als wäre das alles nicht gewesen. Ach so, jetzt. Ja, okay. Ja, und du sagst jetzt so einen ersten Satz mit Polizei. Okay. Also, Schüsse. Pam. Drei Wagen halten an. Police. Ich so, fuck. Versteck meinen Koks erstmal. Spring aus dem Fenster. Andere Seite. SWAT-Einheit von oben. Hubschrauber mit zwei Miniguns. Ich so, Digga. So. Das war ein viel besserer Anfang. Fand ich gut. Fand ich gut. Bin ja manchmal mit anderen Leuten irgendwo. Ne? Mit wem bist du denn noch, außer mit mir? Wen gibt's da noch, den ja, ich noch nicht kenne? Es gibt noch andere Leute. What the fuck, echt jetzt? Es gibt noch ein, zwei andere, mit denen ich auch interagiere, so. Boah, krass, ja. Gib mir mein Freundschaftsbuch wieder zurück. Nee, jetzt vor ein paar Tagen war ich irgendwie im Rewe oder so. Kurz mit wem? Ich war im Rewe-Kurs. Mit wem? Mit deinem Rewe-Kurs? Ich war im Rewe-Kurs. Ach so, ich dachte, es gibt einen Rewe-Kurs, Alter. Mit meinem Rewe-Kurs. Hier ist ein Rewe. Ja, dann machen wir so Ausflüge. Hier ist einfach, Brot. Ja, um so Rewe besser kennenzulernen. Und dann kam ein Dude, der hat das richtig gemessen. Der hat als erster wirklich auf der Erde Lichtgeschwindigkeit gemessen. Und dieser Dude hat einen erstaunlichen Namen. Okay, was kommt denn jetzt? Der hieß... Das war der Armand Hippolyte. Nee. Doch. Luis. Ja. Fitzoi. Das klingt wie auf die Tastatur geschlagen. Der wird wahrscheinlich ganz anders ausgesprochen. Ich habe eine DM bekommen. Ich würde mal ganz kurz checken, ob die real ist. Du willst checken, ob deine DM real ist. Ja. Hä? Das kann ich jetzt ganz easy herausfinden. Wie? Hey Ju, wir machen eine kleine Feier. Rezo kommt auch. Wie sieht's mit dir aus? Warst du auf einer Feier? Von der hier? Ich habe die noch nie in meinem Leben gesehen. Schau vor, ich wäre jetzt hingegangen, weil ich dachte, du wärst da. Das wäre ja sehr unangenehm. Ja, du gehst da so hin, so, hä, wann kommt Rezo eigentlich? So, ist der schon da? Ich werde, die hat dir geschrieben, du kommt auch. Ja, stell dir mal vor, wir wären beide hingegangen, dann wäre es nicht aufgefallen. Ja. Dann wäre es nicht aufgefallen. Ich denke mir so, ja, wenn Ju hingeht, wenn die sagt, Ju geht hin, dann komme ich auch. Ja. Und du denkst dir das auch? Kommen beide an, denken uns, ja, coole Feier, ne? Ja, und dann ist nur sie da. So, jetzt haben wir heute gelernt, warum ein Meter ist und ja, wie man das überhaupt gemacht hat. Ich weiß nur, die Engländer und die USA, die sind halt dumm, weil als die Franzosen gesagt hat, Meter wäre doch nice, guck mal, wir haben hier voll einen guten Ansatz, so haben die halt gesagt, pä, wir machen noch nichts, wir nehmen doch kein Maß aus Frankreich. Ja. Sehr, ja, jetzt haben sie den Salat. Ist echt so, ja. Ja, einfach jetzt dumm. Mag keiner. Messen immer noch in Fuß, Digga. Digga, das ist ein Körperteil. Und den Inch, das sind Gerstenkörner. Was willst du? Hallo. Ju hat letztens im Podcast von einer Pollenallergie erzählt. By the way, ich habe natürlich schon vor Ewigkeiten 5 Sterne gegeben. Ah ja. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe. Hä? Ich habe keine Pollenallergie. Hä, hey, natürlich ist es eine Pollenallergie. Ja, habe ich das, ja. Ja, hast du circa 100 Mal gesagt. Achso, okay. Aber lass doch mal ein bisschen träumen. Warum bist du so negativ? Ist das negativ? Ja, okay, es ist negativ. Sei doch mehr Dativ. Des Denkens. Hä, das war Genitiv. Ja. Warte, leichter. Wir nehmen das Haus. Okay. Des Hauses, ne? Also die Fenster des Hauses. Mhm. Das macht Sinn. Das ist dann der Genitiv. Das ist. Wir können uns das merken. Ja. Die Fenster des Hauses. Und jetzt pass auf. Genitiv. Also die gehen nicht so tief. Genitiv. Aber das kannst du doch immer sagen. Wir gehen zu dem Haus. Das wäre jetzt Dativ, oder? Wir gehen zu dem Haus, das ist da tief. Ich habe ein E-Auto, das ist akkubetrieben. Akkusativ. Das waren jetzt alle Fälle, oder? Ja, und Nominativ gibt es noch. Ja, 4 Stück.
Ja. Und heute geht es nämlich um das Großvater-Paradoxon. Also kennst du das? Weißt du, was das ist? Was das besagt? Ja, ja. Wenn etwas eigentlich sinnhaftig nicht funktionieren kann. Wenn etwas... Ach nee, ich meine jetzt nicht, was ein Paradoxon ist, sondern das Großvater-Paradoxon. Wenn du ein eigener Großvater bist. Fast. Wenn du deinen Großvater hast. Gefickt hast? Ja. Fast? Ja, die Mutter? Fast? Boah. Fast. Es ist aber eine Incest-Story, oder? Es ist leider keine Incest-Story. Aber es ist doch so schon mit sich selber irgendwie, oder? Wir können Incest draus machen, wenn du möchtest. Ja, gerne, gerne. Okay, dann bin ich am Start. Wenn man so Sätze aus dem Podcast, aus dem Kontext schneidet, sind die nicht gut, ne? Meinst du? Das ist genau wie meine Facharbeit, wo ich 4 bekommen habe in Englisch, weil die zu gut war. Was? Quatsch, du hast doch keine Facharbeit. Doch, echt so. Doch, ich habe so eine Facharbeit. Das stand da in einem Text oder was? Ich habe meine Facharbeit in Englisch gehabt und dann habe ich die halt abgegeben. Und die war so gut, dass eigentlich... Aber wer sagt denn, dass die so gut war? Warte doch, das wäre safe eine 1 gewesen. Sagt wer? Ja, sogar die Lehrerin. Wie? Die Lehrerin hat gesagt... Das war so gut, dass es eine 1 wäre, deswegen gebe ich dir eine 4? Genau, weil die mir einfach nicht geglaubt hat, dass ich das geschrieben habe. Nein. Doch. Darf die das? Ja, das weiß ich nicht. Gute Frage, durfte die das? Weil genau. Sie meinte, sie hat meinen Stil nicht mehr wiedererkannt. Und hat das Gefühl, das hat jemand anderes geschrieben. Aber ich glaube, an so einer Stelle würde ich rechtlich einem Lehrer ans Bein pissen wollen. Aber ich weiß ja nicht, ich war ja 12 Jahre oder so. Ich würde zu Elternsprechtag gehen und sagen, ist nicht mein Kind. ist mir eigentlich egal. Ist mir nicht egal, wa? Als ob ich mir das anhöre. Ich sage einfach, weißt du was? Ich kaufe die Schule. Und wenn sie nachfragt, sagst du Venture Capital. Ist so. Und dann mache ich meinen Sohn zum Direktor der Schule. By the way, diese Facharbeit, ne? Ja. Die habe ich nicht alleine geschrieben. Ich hatte Hilfe. Alter Plot-Twist. Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet, dass das jetzt noch kommt. Ich hatte die Hilfe von meinem Bruder. Ja, okay. Deswegen war der Stil ein bisschen anders. Aber die Sache ist so, es war halt dann ein bisschen so auf Gruppenarbeit-Basis, so ein bisschen auf Gruppenbasis, Gruppenarbeit angelehnt. Aber ist ja auch okay, weil ich habe ja voll viel gelernt dann von meinem Bruder. Ja, okay, dann hatte die Lehrerin ja eigentlich einen guten Riecher, ne? Ja. Ich hätte sie verklagt. Ja. Weil D steht ja für 10. Genau, und Okt ist immer so 8, genau. September, ja. Ne? Und die Aug 7. Steht ja auch. Nee, August hieß früher Sextilis. Sextilis? Genau, bei denen hieß das noch Sextilis. Wegen Sext. Genau, wegen Sex. Sex. Und der Juni hieß bei denen Quintilis. 5. Oh, ich weiß wie, der Juni hieß dann. Das war der Juni. Ach so. Der April heißt Quintilis. Kann sein, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber muss doch. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht. Oder Quartettilis. Quartettilis. Es war der Quartettilis. Und März hieß dann Trilogie. Genau, Trilogililus. Nee. Du hast das, du hast das. Ich bin Latein, LK. Ihr habt in der Grundschule dann Stories über Karl den Großen, der hier gebadet hat, gehört. Genau. Ich bin ja in Wuppertal aufgewachsen. Weißt du, was für Stories wir immer gehört haben? Über Tuffy, den Elefanten, der aus der Schwebebahn gefallen ist. Ach ja? Hast du die Geschichte mal Natürlich gehört? Natürlich nicht, weil ich ja nicht aus Wuppertal bin. Du hast die Geschichte nie gehört? Ich dachte immer, das ist so eine Sache, die jeder kennt. Effi, wie heißt er? Effi? Tuffy. Tuffy. Hä, kennst du die Marke Tuffy? Ja. Ja, das Tuffy ist mit dem Elefanten. Die haben das als Maskottchen, glaube ich. Irgendein Zirkus hat halt gesagt, so, yo, wir haben doch eine geile Promo-Aktion, wenn wir jetzt einen Elefanten in die Schwebebahn reintun. Oh, haben die echt gemacht? Haben die echt gemacht. Und der ist rausgefallen. Dann ist der Elefant rausgefallen. Nee. Doch. Und die dachten sich so, Ja, und dann wird das halt so Kindern dann so erzählt, da ist der süße Elefant, hat sich den Popo gekratzt. Ich glaube, der ist wahrscheinlich gestorben oder konnte danach nicht mehr laufen oder so. Also, das ist schon tief, was du da fällst aus der Schwebebahn. Das sind schon ein paar Meter. Der ist doch tot danach. Kann auch sein, dass der tot war. Aber den Kindern erzählt man dann halt, oh, der süße Tuffy. Der Elefant. Alles cool. Da fliegt er wieder. Tot. Ja, das sagt man ihm nicht, das tot. Ach so. Das behält man für sich. Ja, okay, krass. Aber okay, Wuppertal, echt strange Flags, auf jeden Fall weird Flags. Hey, ich finde das eine viel geilere Geschichte, als Karl der Große war am Baden. Bruder, hier hat ein König gebadet. Hier hat ein König gebadet. Bei mir ist ein Elefant aus einer Hängebahn gefallen. Das ist ja wohl viel geiler. Ja. Unser Karl hätte diesen, wie heißt der, Effi? Tuffy! Hätte einfach
der hätte mit dem Schwert zerhackt. Überhaupt einfach. Nicht, Digga. Natürlich, der hätte so übelst besiegt. Hä, hast du nicht Dark Mode? Nee, das wurde mir ja geschickt von der Person. Ah. Und sie hat kein, oder er hat kein Dark Mode. Ah, die Person hat dir einen Screenshot von geschickt, von dem, was sie an Spotify geschickt hat. Richtig. Ah, deswegen kein Dark Mode. Richtig. Wer hat heutzutage kein Dark Mode? Das ist ja absurd. Ja, mir geht's auch direkt schlecht, wenn ich auf so ein weißes Blatt schaue. Ich finde, in der Schule sollten die auch Dark Mode umsetzen. Einfach alle Blätter schwarz. Ey, das wäre auch, glaube ich, für die Umwelt voll gut, wenn du so alles, also so ein komplettes Blatt erstmal mit Tinte voll. Ja, oder drückst. Einmal in Teer eintunken, weißt du? Ja, und dann muss man mit weißer, mit so Tipp-Ex. Nee, mit Quecksilber direkt. Ah, mit Quecksilber muss man dann schreiben. Genau. Aber das ist auch zum Einatmen gut, ne? Ja, voll. Lecker. Und die Leute in der Stadt so, Digga, ich baue dir den krassesten Dom, überhaupt kein Ding. Dann haben die aber mal in ihr Portemonnaie reingeguckt und haben gemerkt, so, boah, Digga, ich kann mir den Dom gar nicht leisten. So, der Stadtrat konnte das gar nicht oder die Ratsherren konnten das gar nicht bezahlen. Also, was haben die Ratsherren gemacht? Was machst du, wenn du kein Geld hast für die Sachen, die du leisten willst? Weil ich kann mich nicht so hineinversetzen, ein Geringverdiener. Aber so relatable. So relatable, ja. Immer so nahbar, das mag ich an dir. Das war der erste Preis, den ich jemals bekommen habe, war ein Videoday-Preis, der Play Award, ja. Du Armer, aber ich glaube wirklich, das war der erste Preis. Das ist dieses Dreieck, ne? Genau, das ist so ein... Das ist so draufgelegt. Ja, aber es sieht schön aus. Sieht schön aus. Weißt du, wie ich meinen bekommen habe? Wie? Ich war gar nicht dort, der wurde mir dann abgeholt und gebracht. Wolltest du jetzt einfach einen drauflegen oder was? Ja, ist mir gerade eingefallen, dass ich nicht da war. Ich weiß auch gar nicht, warum ich nicht da war. Ich sage, ich habe einen Preis bekommen. Du sagst, ich habe auch einen Preis bekommen, aber ich bin so wichtig, ich war nicht mal da. Ja, ich glaube, aber nee, das lag wirklich daran, weil die Lanze, es war, glaube ich, Lanzes Arena, die war mir zu klein. Ah, ja. Ja, die war mir auch zu klein. Du bist dann mit dem Helikopter nicht reingekommen. Nee, nee. Ja. Mit mehreren Helikoptern. Ich habe ja noch ein paar Leute, die für mich arbeiten. Stimmt. Genau. Du musst mit deiner Entourage mit dem Helikopter ja kommen. Genau. Du kommst mit der Helikopterflotte. Ja. So, du bist immer so nahbar. Ne? Du bist das mag ich an jemandem. Ich liebe mich selber dafür auch. Der bodenständige Boss. Ja, naja, der Boden gehört ja auch mir, ne? Hörst du das? Ja. Oh, scheiße. Fuck, meinst du, das ist Marina? Ey, pass auf, lass einfach cool bleiben. Einfach cool, diplomatisch, wie wir das... Genau, wenn wir ruhig bleiben, ich glaube, dann kann er nichts. Nicht provozieren. Hallo Jungs, was geht bei euch? Ey, nix, wir nehmen hier Podcast auf. Nehmen wir auf, so, Podcast. Wir sind fleißig. Ich hab mir mal eure Zahlen angeguckt. Die sind gut, oder? Die sind sehr gut. Die sind scheiße! Okay, was kann man besser machen? Alles kannst du besser machen, was glaubt ihr, wer ihr seid? Ah, danke. Marina, du brauchst schon nicht anspucken. Halt dein Maul jetzt! Entschuldigung. Was ist die Schwäche von Funk? Werbung? Strong, ja. Dürfen die nicht machen. Das heißt, wir könnten sagen, Funk. Wir haben eine Challenge. Wir haben eine Herausforderung, nämlich die Fragestellung, wer sind alle aktuellen Werbepartner von Julian Bam und Rezo und was machen diese Unternehmen? Dann müssen die ja sozusagen auf diese Unternehmen aufmerksam machen und das wäre ja irgendwie implizit Werbung für diese Unternehmen. Das stimmt. Oder irgendwas, was halt grundsätzlich rechtlich kritisch ist. So, was steht auf der 7. Seite von Mein Kampf? Weißt du? Oder was passiert, wenn ein Funkredakteur eine Flasche Wodka äxt? Das sind doch Herausforderungen, die mal passieren können. Das ist strong. Auch mit Fotobeweisen. Das ist strong. Ich will auch gerne so, kennst du, wenn man so ein Bild runternimmt, dahinter? Ein Safe. Nee, Geld haben wir genug. Die Bodenständigen. Nein, Spaß. Und so ein kleines Alkoholregal. Ich erlebe nicht viel. Drei Leute in meinem Office hatten jetzt Corona. Super scheiße. Also allen ging es verhältnismäßig gut. Die Symptome waren nicht krass. Alles tutti. Aber das war schon stressvoll so, ne? Weil dann muss ich ja manche Sachen auffangen. Ja, dann musst du selber schneiden, deine Digga, Videos. Ich musste ein Paket von der Post abholen. Ich wusste gar nicht mehr, wie das geht. Ich bin nicht lebensfähig ohne meine Assistentin. Krass, aber ich bin mittlerweile völlig nicht mehr lebensfähig. Und wie, für alle Fälle jetzt so, wie geht das mit dem Paket abholen? Ja, ich bin da rein und hab gesagt, Paket. Und dann hat er gesagt, yo, ich brauch halt noch ein Personalausweisfoto. Boah, von, krass, sowas braucht man heutzutage. Ja, der Assistentin halt. Ja. Weil das geht ja an sie, damit sie immer alles abholen kann so. Okay, krass. Du hast eine persönliche Toilette hier. Ja, andere scheißen da auch, ne? Ich will aber ja. Und die hat jetzt einen Riss. Und das Problem ist, ich vergesse diesen Riss jedes Mal. Und jedes Mal, wenn ich mich draufsetze,
dann beißt mir das so. Ach, das klemmt sich dann ja, so. Ja, dann klemmt es immer so und ich jedes Mal rege ich mich auf. Ja. Hast du schon eine neue Klobrille bestellt? Nee, noch nicht. Ja, solltest du vielleicht mal tun. Das Problem ist, ich habe ja natürlich auch Mitarbeiter, ne? Ist halt grade, die müssen bezahlt werden, deswegen kann ich keine Klobrille bezahlen. Nein, folgendes. Ich frage mich, wer von den Mitarbeitern das... Also jeder von denen ist jetzt gerade so überlastet mit Work und ist halt auch super wichtig. Ich habe jetzt die Frage so, wem ich denn jetzt diese Klobrille als Aufgabe... wie sehr priorisierst du das, weil es so viele wichtige Aufgaben gibt? Und jedes Mal auf der Toilette denke ich jedes Mal, nee, das ist das Wichtigste überhaupt. Das muss geändert werden, sofort. Dann gehe ich wieder raus, sehe ich alle arbeiten, denke ich so, boah, ich kann jetzt niemanden darauf ansprechen, so. Einmal Klobrille eingeben bei Amazon, ist bestimmt nicht schwer. Ja, ist so eine eckige oder bei einem anderen Anbieter oder bei Amazon. Das Problem ist, ich habe schon mal eine Klobrille gewechselt. Und dann... ist die komplette Toilette, das ganze Klo, abgefallen. Das ist doch Quatsch. Nein, das ist nicht mal Quatsch. Das ist doch Quatsch. Du hast eine Klobrille gewechselt, dann ist das Klo abgefallen. Ja, die Sache ist... Ja, und der Raum ist explodiert. Nein, die Sache ist, du lachst, aber es gibt sogar ein Video davon. Ach Quatsch. Auf YouTube. Ja, ein ganz altes Video. Da habe ich die Klobrille abgemacht, die ich wechseln wollte, weil das nämlich unten schon mal passiert ist. Und da ist die komplette Toilette runtergekratzt. Warte, dir ist schon mehrfach passiert, dass beim Draufsitzen... Ey, ich weiß es auch die nicht. ...die Klobrille geplatzt ist. Das ist doch nicht normal. Weiß ich auch nicht. Ist es nicht normal? Nein, mir ist noch nie eine Klobrille gerissen Sicher? Oder geplatzt. Niemals. Okay, das ist weird. Ich habe in 3 Wochen meine Abi-Feier und Zeugnisvergabe und mir fehlt dafür noch ein Song. Aber ich dachte so, einen Track kriegen wir jetzt nicht hin. Du weißt, wir sind viel beschäftigt. Nee, Freestyle einfach, so, nein, so a cappella. Ich habe einen Text vorbereitet. Ah, ja, okay. Den man halt abspielen könnte. Also da müsste man jetzt Musik drunter legen, ne? Ja. So ein bisschen Epic Music. Okay. Und dann könnte das einfach laufen. Finde ich gut. Also es geht erstmal los. Hört auf zu klatschen! Es ist Zeit, den Menschen zu küren, der nicht nur für seinen grenzenlosen Charme, sondern auch für seinen elegant gepflegten Genitalbereich berühmt ist. Auch wenn diese erhabene Gottheit nicht immer die besten Noten hatte, schreitet er mit Eleganz nach vorne. Oder sie. Voller Potenz greift dieser Mensch nach seinem Zeugnis und ist verwundert. Nein. Nicht nur die unvorhergesehene Gehaltserhöhung verblüfft ihn, Oder sie. Sondern auch die Herzchen aller großen Schauspieler auf diesem Zeugnis. Wow. Der Direktor packt diesen Menschen auf seine Schulter und ein helles Licht strahlt auf ihn herab. Guck mal, ist doch auch epic, oder? Meinst du, das würde jemand nutzen für die Zeugnisvergabe? Safe, das klingt voll cool. Ja, mega. Bestimmt. Eine News von einem Super-Allmann. Hans-Jörg schreibt, ich lese dies einfach mal vor. Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, über die letzten Wochen hinweg sind mir einige Unregelmäßigkeiten aufgefallen. Ich habe mir die Zeit genommen, dies zu protokollieren. Samstag, 22.55 Uhr. Wumms. Eine Haustür fällt laut ins Schloss. Das muss nicht sein. Sorry, aber das finde ich fast schon wieder cool. Sonntag, 12.42 Uhr. Bonbon Papier, nimm 2, liegt auf der Treppenstufe zwischen dem zweiten und dritten Stock. Klammer auf, 4. Stufe. Sonntag, 17.48 Uhr. Der Deckel der linken Altpapiertonne war noch geöffnet. Hab ihn geschlossen. Dienstag, 22.13 Uhr. Ein Kind schreit. Sollte eigentlich schon im Bett sein. Es war aber ein besonderes Zelt. Es war dein Zelt? Nein. Es war mein Zelt? Nein. Da war ein Mensch drin. Als es abtransportiert wurde. Warum lachen wir? Ist der tot? Ist er gestorben? Nein. Du sprich mit mir. Warte. Hatte er Kinder? Wenn wir diese Folge aufnehmen, ist noch nicht die Einjahresgeburtstagsparty gewesen. Also wir können nicht berichten in dieser Folge, wie die Party war. Das machen wir dann nächste Woche. Aber wir können kleine Sound-Snippets einspielen von der Party. Weil wir wollten, auf der Party steht irgendwo ein Mikrofon, dass Leute da Sound-Snippets einsprechen können, wenn sie wollen. Echt? Grüße oder so. Hä, klar, hörst du denn nicht zu? Hä? Liest du nicht in der Gruppe? Welche Gruppe seid ihr denn? Es kann nicht sein. Ich glaube, ich bin in dieser Gruppe. Aufpasse, so als Einziger. Ich bin in dieser Gruppe nicht. Doch. Ich glaube nicht. Du schreibst du nicht. Ich glaube nicht. Du glaubst nicht. Nicht.
krass, voll cool. Wer hat denn das organisiert? Ey, ich kann nicht mehr. Spaß. Aber das, diese Info wusste ich wirklich nicht. Ja, ich weiß nicht. Alles, was du gerade gesagt hast, war so jetzt aussagelos. Hey, überhaupt nicht. Wir unterhalten uns hier. Ich schilder mein Leben. Du schilderst dein Leben. Wie ist es bei dir, Ju? Guckst du dir Serien manchmal noch mal an? Ja. Aber ich muss das ja jetzt nicht sagen. Kannst du bitte aufhören? Das war so aussagelos. Was soll denn das? Hey, du. Ey, was ist denn los heute? Ich erzähl hier einfach was und du sagst, das ist aussagelos. Ey, wir dürfen nie wieder MDMA nehmen von der Folge. Das artet hier gerade voll aus. Wir haben kein MDMA genommen. Nur ein bisschen. Nein. Oh. Nein, haben wir nicht. Hey, der mich der Einzige, der es genommen hat? Haben wir nicht. Achso, ja, okay. Ich verstehe. Ja, guck mal, aber wir loben es ja trotzdem selbst. Allein diese Situation, dass wir gerade DMs mit Lob irgendwie abspielen, oder? Ich finde, so einmal im Jahr darf man sich auch selber loben. Wir loben uns sonst nie. Ja, das stimmt. Wir sind sonst nie arrogant. Ja, wir sind sonst immer nur kritisch mit uns selbst. Komplett. Ja. Wir sagen nur Negatives über uns. Ja. Momo schreibt mir, dass sie eine Studie, also wissenschaftlich sozusagen, über unseren Podcast gemacht hat. Sie ist so ein bisschen wissenschaftlich daran gegangen und kommt zu einer Conclusion. Wenn man lange genug hört, fällt auf, dass sich eure Lache so anhört wie ein Flummi, der eine Treppe runterhüpft, deren Stufen immer länger wird. Stimmt. Ey, genau, wie du gerade gelacht hast. Stimmt, ich hab gerade diesen Flummi gesehen. Ja. Ich habe mir für 700 Euro einen Wasserhahn gekauft. Was kann der? Also da kommt Wasser raus, wenn man die Hand drunter hält. Aber der sieht bestimmt mega krass stylisch aus. So nee, überhaupt nicht. Das ist einfach ein sauteurer Wasserhahn. Weißt du, was die Scheiße ist? Ich wollte nämlich in meinem neuen Office den Wasserhahn austauschen. Weil ich mir dachte, ein Wasserhahn mit einem Hebel, wo du irgendwie, ne, wo du händisch das Wasser anmachen musst. Die pisst du. Das ist ja lächerlich. Ja. Also das ist ja unter meiner Würde, ein Wasserhahn anzufassen. Ja, natürlich. Cringe, wer noch Wasserhahn anfasst. Ist echt so, wa? Aber 700 Euro, voll schön auf jeden Fall. Ja, das Ding ist, erst habe ich einen billigeren gekauft. Das ist der billigste, den ich gefunden habe. Mhm. Denn es gibt zwar billigere, die einen Sensor haben. Gibt es. Aber dann habe ich mir so einen gekauft und der hat nicht gepasst, weil er kein Niederdruckwasserhahn war. Ah. Da gibt es Unterschiede. Und dann bin ich zu Bauhaus. Habe ich gesagt, hier, ich hätte gern einen Wasserhahn, der zwei Eigenschaften erfüllen soll. Niederdruckwasserhahn und Sensor. Haben die gesagt, wir haben hier 100 Wasserhähne. Keiner davon ist so. Die haben den kompletten Scheißgang mit Wasserhähnen, mit unterschiedlichen Wasserhähnen. Keiner war das. Dann bin ich zu Obi gegangen. Habe ich dasselbe gesagt. Die auch wieder, ey, hier ist ein ganzer Gang voller Wasserhähne. Das haben wir nicht. Sind ja mit dir so hingegangen. Guck mal. Das sind so viele Wasserhähne. Nee. Aber keiner von denen hat den. Ja, doch, der eine hat das basically so gesagt. Ich war dann in einem speziellen Wasserhahn-Sonderladen und die mussten den bestellen, Digga. Boah, krass. Ja, und dann guckt er mich an. Ich stehe da halt in Jogginghose, so wie ich halt immer rumlaufe. Ja, Vorsicht, diese Jogginghose kostet auch 17.000 Euro, ne? Nur so vorbemerkt. Nein. Ja, ich komme da halt so lumpenhaft an, wie ich immer rumlaufe. Und er guckte mich sehr judgmental an, als ich das gesagt habe. Mhm. Und er so, ja, wissen Sie überhaupt, wie der Preis ist? Weil es ist so eine Nummer. Mhm. Da war ich schon provoziert. Da habe ich mir gedacht, ist mir scheißegal, wie teuer jetzt dieser Wasserhahn ist, auch wenn er 20.000 Euro kostet. Allein aus Ehre muss ich den jetzt nehmen. Ja, bist du rausgegangen, bist du nochmal mit Gold reingekommen. Ja, also mit goldenen Lumpen. Nee, aber dann ist ja, warte mal, dann ist ja egal, mit wem ich schlafe, ist das ja dann Inzest. Ja. Aber das heißt, dann ist es ja nicht mehr schlimm, wenn man so real Inzest macht, oder? Ja. Weil es ist ja eh alles Inzest. Das ist ja dann, also es relativiert so ein bisschen richtigen Inzest, oder nicht? Dann heißt diese Folge wohl, ist Inzest wirklich so schlimm? Ja, ja, genau. Zwinker Smiley. Ja, Inzest relativieren, Ausrufezeichen. Ja, vielleicht fängt aber Inzest bei einem ganz gewissen Grade, Verwandtschaftsgrad an erst, ne? Ja. Also mit der Cousine hieß auch schon Inzest. Ich glaube, mit der Cousine ist Inzest, ja. Aber mit der Cousine von der Cousine? Eigentlich ist auch deine Cousine dann. Ich glaube, die Cousine deiner Cousine ist deine Schwester, Digga. Ey, bei so Familiensachen. Und ich glaube, das ist Inzest. Ey, bei so Familiensachen bin ich generell raus. Aber okay, das Kind. Nee, warte, das fängt falsch an. Du hast diesem nackten Inder gewunken und jetzt habe ich Angst, dass der bei mir vor der Tür steht. Und ich finde es einfach mal schön, diese Barriere zu sprengen, da über diesen Schatten zu springen, einfach mal
einfach zu winken. Ach so. Diese Bewegung, die wir schon als Mensch fast verlernt haben. Genau, dass man es auch Interaktionen gibt außerhalb von Likes. Ja, oder auch Interaktion. Darfst du das so sagen? Wieso? Ist ja nichts Abwertendes. Nee, stimmt, ist auch nichts Abwertendes. Es war nur ein Wortspiel. Ja. Ja, ist doch okay. Eine Aktion mit einem Inder. Du kannst auch Aktion mit einem Chinesen haben. Ich kann eine Aktion mit einem Deutschen haben. Ey, ich gebe dir völlig recht. Also das ist in der Tat so. Also du machst es jetzt gerade lächerlich. Nee, ich hab nichts gemacht. Aber du hast gelacht. Du kannst mir nicht beweisen, dass ich das extra gemacht habe. Doch, klar. Nee. Du hast stumm gelacht. Nee, ich habe überhaupt nichts gemacht. Okay. Hast du denn sonst noch was Interessantes erfahren diese Woche? Ja, ich habe einen Doktor gemacht in der Dermatologie. Jetzt wird's albern. Das finde ich nicht mehr so gut. Nee, finde ich auch jetzt an dieser Stelle ist Quatsch. Was hast du denn noch so erlebt? Ich bin einfach traurig über Wasserhähne. Ich habe diesen Wasserhahn dann angebracht und es hat getropft. Ne? Also aus den Rohren beim Anschrauben hat es getropft. Mhm. Und dann habe ich grandiose Tipps bekommen. Aus dem Internet wahrscheinlich, aus oder? Aus dem Internet nämlich, ja, mach das doch dicht. Bin da auch selber drauf gekommen, Leel, und hab das dicht gemacht. Gehe ich hoch und halte meine Hand unter den Sensor. Der große Augenblick ist da. Strom Oha, ist da, ja? Alles ist da. Was passiert mit dem Wasserhahn? Der macht nicht pfff, ne, wo richtig Wasser rauskommt, sondern so so ein bisschen. Ja, weil da wahrscheinlich noch Luft drin war, oder nicht? Nee, da kam einfach nicht viel raus. Und ich denke, wieso kommt da denn nicht viel raus? Gucke nochmal nach unten und die Schläuche, da wo ich sozusagen den angeschraubt habe, der Schlauch war halt viel zu lang. Und damit hat der so Kurven gemacht, der Schlauch, weil der viel zu lang war und hat sich geknickt in diesen Kurven. Aber ich habe seit Wochen keinen Wasser. Und das, weißt du, was das ist, was am peinlichsten daran ist? Es war am Anfang ein funktionierender Wasserhahn vorhanden. Ich hätte einfach zufrieden sein können mit dem Wasserhahn, der da war. Ja, diese Gier. Was willst du für einen lustigen Kampfspruch zu älteren Leuten sagen? Du bockst ihn so um, bam, bam, der fällt auf den Boden, dann stehst du so da und sagst, damit ist deine Rente wohl auch hinfällig. Das war der Scheißspruch. Das war, ja, dann sag war nicht mal halb gut. Dann sag was Besseres. Okay, der ist da so, der steht da so, dann komme ich so von hinten, zackerpunch den so und sag dann so, du wolltest hier in Ruhe stehen, jetzt bist du im Ruhestand. Ist strong. Oder du kickst so einen Schrank einfach weg, so mit einem Roundhouse-Kick und sagst, sorry, ich dachte, du bist nur ein Gegenstand, der in der Gegenstand. Finde ich voll gut. Ja, finde ich auch gut, ja. Weißt du, was ich daran besonders gut fand? Dass du gesagt hast, der in der Gegenstand. Ja, stimmt. Ja, besonders gut. Der Nachbar ist immer da. Der ist immer im Herzen. Ja. Wie war denn deine Woche? Gut. Ich wurde so richtig abgezogen. Von einer Wasserhahn-Firma? Ja, ja, wieso wusstest du, dass das jetzt passiert? Hey, nee, wusste ich. Ich hab's also... Ja, Wasserhahn. Es geht um meinen Wasserhahn-Odyssee. Jetzt musste ich einen neuen kaufen, weil ich hatte ja dann irgendwann erzählt, dass ich ihn kaputt gemacht habe. Richtig. So, also habe ich meinem Cutter gesagt, hey, ich bin heute unterwegs, kannst du dich darum kümmern, dass du den nochmal bestellst? Der ruft, das ist ja so dumm auch, der ruft bei diesem Armaturenladen an und sagt, yo, hier, wir hatten da schon mal was bestellt, die Nummer war so und so, wir würden die gerne nochmal nachbestellen. Und die so, das geht leider nicht. Der Geschäftsführer muss selbst anrufen. Und er so, alles klar, ich sag ihm Bescheid, legt auf, ruft wieder an, verstellt seine Stimme. I shit you not, ich war nicht dabei, aber haben mir die anderen so erzählt. Er verstellt seine Stimme und sagt dann, er wäre ich. Und er würde den gern nochmal bestellen. Und die haben gesagt, ja, alles klar, das geht. Aber es gab dann irgendwie ein Problem oder so. Und deswegen hat er die Nummer, die Artikelnummer, einfach mal online eingegeben. Und hat er noch gefunden. Für 300 Euro. Was? Ich wurde gescammt. Du wurdest gescammt? Komplett. Krass. Ja, diese scheiß Wasserhahn-Thematik treibt mich in den Ruin. Die Moves zu dem Berliner Techno sind ja Moves, die du machen können musst von Freitagnacht bis Sonntagmorgen, weil du halt komplett auf MDMA bist und einfach durchfeierst. So. Ja. Ist ja auch kritisch zu betrachten. Nee, ich sehe dich eher im Marketing. Ja, okay, mache ich. Also du bringst Leute zum Bier. Ja. Zum Beispiel mit Werbesprüchen wie? Bier? Hier.
und die hat mir gesagt, hey, eine Freundin von mir arbeitet auf einer Hebammenstation. Die haben auf dieser Station eine ausgehängte Liste, wo ein Namens-Best-of draufsteht. Was Eltern ihre Kinder schon genannt haben auf dieser Station. Wir haben Abigail, aber mit zwei Äs geschrieben. Also ach, krass. Abigail. Das nächste ist Crystal Miracle. Also nicht wirklich Crystal geschrieben, sondern auch ganz anders. Das nächste ist doch kein Name. Crystal Miracle. Doch, mit Bindestrich. Christ, das Wunder. Das nächste ist Sivan Georg. Aber das klingt wie ein normaler Name, finde ich. Weiß ich nicht. Sivan. Ey, Sivan, komm mal rüber. Wie heißt du mit zweiten Nachnamen? Georg. Jetzt kommt ein Zwillingsduo. Das heißt Great und Greater. Nein, als ob. Aber stell dir mal vor, wie deprimierend das sein muss, wenn du Great nur bist. Ja. Und dein Bruder ist einfach Greater. Ey. Das nächste Kind ist Nikotin. Strong. Der ist strong, Alter. Hi, Ju. Wollte dir mitteilen, dass das Lobby-Ho-Zeichen, also das, was wir mit den Händen da machen und das L und erfunden das, haben, auch als koreanisches Wort gelesen werden kann und basically du bedeutest, was voll schön ist, was voll schön zu uns passt. Ja, und das Wort wird so ausgesprochen. Wow. Das klingt wie so ein sarkastisches Wow. Mhm. Weißt du, so, hey, Daddy, ich hab hier ein tolles Bild gemalt. Wow. Perfekt. Weißt du noch, als wir eine Folge nennen wollten, Kinder sind zum Sterben da? Naja. Alter, ich sehe überall, ich mach TikTok auf, ich sehe nur Mark Foster. Ohne Scheiß, Mark Foster-Memes sind plötzlich so durch die Decke gegangen. Ja. Und die Kommentare, hast du die Kommentare mal gelesen? Die sind die besten Kommentare, die ich seit langem gelesen habe auf TikTok. Ey, ich hatte mir ein paar Kommentare gescreenshottet. Mark Foster ist der Typ, der während einer Schlägerei hey schreit. Mark Foster ist der Typ, der E-Scooter mit Helm fährt. Mark Forster ist der Typ, der seine Kühlschranktour mit der Hüfte zumacht. Mark Forster ist der Typ, der nach Silvester sagt, man hat sich seit einem Jahr ja nicht mehr gesehen. Mark Forster zieht vor dem Schlafen eine Schlafmütze auf. Mark Forster ist der Typ, der, wenn er etwas Teures sieht, sagt, wie viel es in D-Mark gekostet hätte. Ey, das könnte ich mir stundenlang anhören. Voll, Digga. Und alles passt. Mark Forster ist der Typ, der die Chipspackung mit einer Schere öffnet. Ey, aber weißt du, was ich heute mit dabei habe? Was Weil ich komme nicht alleine heute. Surprise, surprise. Kommt jetzt noch jemand? Weißt du nicht, wer? Kommt jetzt noch jemand? Niemand, aber ich habe die Tinder-Stats dabei. Ja, deine Tinder-Stats. Ja, also ich habe es hinbekommen. Oh, wie gut. Mein Gender ist male. Ja, wow, danke dir. Sorry, ich kann auch 10 Seiten überspringen. Ja, also sowas würde ich überspringen. Okay. Mein Dick ist huge. Sag die Seite, ne? Das habe ich nicht mal eingetragen. Hast du den Radius jetzt auf Aachen eingestellt? Teilweise, manchmal auch ein bisschen weiter, Köln und so. Davon sind ja auch manche aus der Altersrange raus. Ja. Sowohl nach oben als auch nach unten. Ja, deswegen gucke ich auch manchmal so ein bisschen nach Richtung Alsdorf und Basweiler, aber dann wird es auch ein bisschen asozialer, ne? Okay. Genug Region Aachen-Gebäsche. Gelsenkirchen auch ganz schlimm. Freunde, Spaß. Düren aber ganz schlimm. Ich sag jetzt einfach mal eine Zahl, wie viel ich quasi geliked habe, ja? Also nach rechts geswiped habe. Ja. 1769. Das ist verhältnismäßig picky, ne? Das ist sehr, also sehr für picky. Einen Mann ist das unglaublich picky, glaube ich. Jedes 25. Mal, circa. Ja. Also von der ganzen Schulklasse findest du nur eine Person Digga, geil. Geh bitte weit weg von der Schulklasse. Ich meine ja nur von der Größenordnung. Was ist denn eine Größenordnung? Ich wollte doch nur eine Größenordnung. Ja, von der Abiturabschluss 18-jährigen Klasse. Das wollte ich sagen. Ja, ist auch noch zu jung. Ja, ist zu jung. Das war jetzt ganz weird. Ja, komm, Nee, gar nichts. Einfach nur gelegen. Keine Motivation. Hast du irgendwelche Serien geguckt? Irgendwie Dharma oder so? Ich habe alle koreanischen Horrorserien geschaut, die es gibt. So. Ja. Ja, und jetzt immer, wenn ich draußen einen Koreaner sehe, denke ich immer so, oh, der Arme. Der wird sterben. Denn dann kommt der Kampf Satans gegen das Volk Gottes.
Ein Drache mit 7 Köpfen und 10 Hörnern will ein Kind verschlingen. Ich glaube, das ist jetzt auch egal, oder? Das macht den Braten nicht mehr fett, ne? Da hat mich nämlich die Lucy gefragt, was wir von bestimmten Worten halten. Sie hat mir eine Liste von tollen deutschen Wörtern geschickt. Wir, finde ich, können jetzt mal beurteilen, ob das wirklich tolle deutsche Worte sind. Weil wenn einer der Linguistenkönig ist, dann ja wohl wir. Trödeln. Das klingt auch so wie so eine Sprache oder Wörter, die so ein Elefant erfunden hat. Ah ja. Der so Törö macht. Törö. Törö, wir gehen heute trödeln und danach rödeln. Boah, Digga, und danach töte ich dich. Alter, Benjamin Blümchen ist dark geworden. Das nächste Wort ist Stibitzen. Stibitzen. Stibitzen finde ich auch süß. Ja, ist ganz sweet. Und ja, es klingt halt schön. Stibitzen. Stibitzen. Also so Stibitzen. Ja. Stibitzen. Man kann, es fühlt sich auch ein bisschen an wie so, du gehst zu so einem kleinen Jungen, der Timmy, ne, und dann sagst du, Digga, nee, du sagst, Timmy, was machst du da? Und der ist so, ich bin am Stibitzen. Da guckst du genau und der ist sein Stift am Spitzen. Hä? Was war das jetzt für eine Geschichte? Was? Warte. Warum war Timmy für die Geschichte nicht viel? Hä? Warum, wieso heißt der so? Nein, es klingt warum so. Warum nennst du ihn nicht Digger? Warum war das wichtig zu korrigieren? Warum war das wichtig? Du so, dann gehst du mir und sagst Digger. Nee, sag ich natürlich nicht. Ich sag Timmy. Ich sag nicht zu einem Kind Digger. Das war dir wichtig in der Geschichte klar zu machen. Ich sag ja nicht zu einem Kind Digger. Es ist so ein Bullshit gewesen, was du sagst. Aber da bist du korrekt. Da müssen wir aber richtig sein. Ich sag ja nicht zu einem Kind, Digga. Aber ich habe auf jeden Fall, was ich habe. Erzähl ist, von Malle. Genau, ich wollte sagen, was ich auch habe, ist ein bisschen Glas im Fuß. Hast du ein bisschen eine Scherbe getreten? Ja. Und ich so, aua, aua, tut weh. Und dann gucke ich so, wer kann mir helfen? Aber alle besoffen. Und ich egal, trinke ich ein bisschen mehr gegen Schmerz. Und das ist auch eine sehr kleine Scherbe. Und ich dachte irgendwann, egal, der Körper verdaut das schon so. Ja, der Körper verdaut Glas, man kennt das. Ja, wusste ich ja nicht, dass es nicht geht. Ja. Und du akzeptierst jetzt einfach, dass das deine neue Persönlichkeit ist. Dass, genau, dass du manchmal Schmerzen hast, wenn du stehst. Richtig, ja. Hä, solltest du nicht, ist nur ein Vorschlag, ist nur einfach mal eine Möglichkeit, die du hättest, wäre zum Arzt zu gehen und es rauszunehmen. Mein Dad meinte, brauche ich nicht. Das war's mit den DMs. Jetzt geht's weiter mit den Nudes der Woche. Was war's am Schluss? Das diese Tröten da beim... Ah, diese Airhorns. Nee. Diese Airhorns meinst du? Airhorns. Ja, finde ich gut. Das hast du gut gemacht. Ey, wie geht's eigentlich deinem Fuß? Du hast doch eine Scherbe im Fuß und du wolltest letzte Woche zum Arzt gehen, um irgendwie zu gucken, was da geht. Glasmann bin ich ja. Und die Scherbe. Du bist Glasmann. Du bist so Superheld geworden durch die Glas oder was? Genau. Hey, was kannst du? Ich habe Glas im Körper, anders als andere Menschen. Ja, aber was ist deine Superheldenkraft durch Glasmann? Nicht jeder Superheld, es gibt ja auch manche Filme, da sagst du auch so, oh krass, die Superkraft ist, die ist nicht so krass. Ne? Ja, und was ist deine, die nicht so und krass ist? Meine ist, dass ich Glas im Fuß habe. Ich war bei einem Hausarzt und die Person hat dann so ein bisschen da rumgepiedelt und ein bisschen so rausgeschnitten vom Fleisch, hat ultra krank wehgetan. Vom Fleisch was rausgeschnitten? Ja. Hat ein bisschen rumgepult, ey, das hat so unglaublich wehgetan, es war so unglaublich unangenehm. Aber hat der oder hat die denn irgendwie örtlich betäubt vorher, bevor die dir Fleisch rausgeschnitten hat? Nee. Ich hab gesagt, mach, komm, Digga. Die hat dich gefragt, soll ich betäuben oder nicht? Und du hast gesagt, komm, Digga. Ja, komm, Digga, rein da. Nein. Ich hab nicht Fleisch rausgeschnitten, ist ein bisschen zu krass, okay? Die hat da so ein bisschen was versucht rauszuschneiden, so, ne? Und die meinte, ich weiß nicht, ob das Glas jetzt raus ist, aber falls nicht, solltest du dann doch vielleicht zum Chirurgen gehen und dann wirst du wahrscheinlich danach, aber dann muss man das halt schon, ne, richtig betäuben und dann halt raus operieren lassen, ne? Und dann bin ich dann auch erstmal eine Zeit lang am Humpeln, weil es natürlich eine blöde Stelle ist, so, ne? Und ich dachte so, ich habe ja jetzt gerade ein großes Projekt noch vor mir dieses Jahr, ne? Ich will ja noch was machen dieses Jahr.
Oh, da bin ich sehr gespannt auch, ja. Ja. Oh, deswegen dachte ich, scheiße, ich kann doch nicht jetzt die ganze Zeit humpeln. Also humpeln tue ich ja so oder so. Glasmann humpelt halt, ne? Ist auch sein Style so. Und deswegen habe ich dann trotzdem mal so ein bisschen. Es ist so schön, dass du das so zu deiner Persönlichkeit machst. Dass du einfach sagst, genau. Hey, weißt du was? Ich akzeptiere das jetzt. Das ist mein neuer Lebensstil. Ich bin Glasmann. Genau, ich weiß, ich habe ganz viele DMs bekommen, die meinen, das ist fucking gefährlich und so weiter. Warum ist das gefährlich? Weil sich das entzünden kann, das kann sich verkapseln und dann hat man dann irgendwann das für immer, dann ist man wirklich Glasmann. Also es ist dann nicht meine finale Form momentan. Du hast angefangen mit auf Google zu lesen, nee, einfach was nur du machen mich abzulenken, kannst. Mich abzulenken von den Gedanken. Und dann, Bro, wusstest du eigentlich, dass wir, dass unsere Erde angegriffen wurde vor ungefähr 1-2 Wochen? Von wem? Von Gammastrahlen, und zwar die stärksten, die jemals detektiert wurden. Das heißt, du hast dich nicht weiter darum gekümmert, weil es Gammastrahlung gibt? Ja! Was? Alter! Das ist das Dümmste, was ich gehört habe. Was soll ich dazu sagen? Digga, du hast immer noch eine Scherbe im Fuß, oder was? Ja. Digga? Und wenn der Vater so drauf ist, dann ist das ja das Krasseste, was sie machen kann. Ja. Mit dem Vater vögeln und das dann auf Twitter stellen. Ja. Boah. Alter. Ja, wer der Vater down dafür ist? Ja, ey. Why not? Frag mal an. Ich glaube, das war eher so gemeint von wegen, ich zerstöre ihn auf irgendeine Art und Weise. Aber ja, wenn man ganz definiert... Also damit hat sie ihn ja über den Vater dann schon, also ja. Ich glaube, das fuckt ihn sehr stark ab. Ich glaube es schon. Aber, und sie hat nichts Fieses dem Vater gegenüber gemacht. Wenn der steht damit halt mega auf Daddy-Porn, ne? Wer? Der Sohn dann vom Vater. Glaubst du, der Sohn steht auf Porn von seinem Vater? Weiß ich nicht. Glaubst du, irgendwer auf der Welt steht auf Porn von den Eltern? Ich glaube, wenn es... Was? Warum war das nicht jetzt ein klares Nein? Nee. Weil es gibt bestimmt welche, die jetzt gar keine Verbindung haben zu ihren Eltern, ne? Die wissen gar nicht. Die wissen es vielleicht. Oder die, wenn du die, zum Beispiel adoptiert wurdest. Ja, oder adoptiert oder auch generell so distanziert zu deinen Eltern bist, dass du schon weißt, dass die Eltern sind, aber gar keinen Bezug zu der Person hast und die, fühle ich doch nicht. Apropos, wie ist da der Stand? Es kann doch nicht sein, dass du immer noch eine Glasscherbe im Fuß hast. Warst du jetzt mal beim Arzt und hast die rausnehmen lassen? Ju. Du hast immer noch Glas im Fuß? Ja. Ist es dein Ernst? Du drehst dein Video und du warst schon beim Arzt und der hat dir gesagt, das muss man rausnehmen jetzt. Das kann man rausnehmen. Je schneller, desto besser. Nee, das haben die nicht gedacht. Das sollte man rausnehmen. Also, sie haben schon nicht, das war doch keine wertfreie Aussage vom Arzt. Der hat doch nicht gesagt, ja, du hast Glas im Fuß, also kannst du rausnehmen, kannst du auch lassen. Nee, doch, das meinten die so. Also wenn das jetzt nicht rausgefallen ist, dann kannst du halt einen Termin beim Chirurgen machen, kann sein, dass du nur danach humpelst. Mir haben auch ein paar Leute geschrieben so, ja, muss nicht unbedingt sein, dass du da humpelst. Bei mir war es dann direkt besser. Ja, mir haben Leute geschrieben, also, dass du das machen solltest. Aber egal. Und dann war ich im Wartezimmer, hab gewartet und die haben mich dann aufgerufen. Und erstmal bin ich dann halt in so einen Raum und der Arzt, der Urologe ist reingekommen und meinte, ja, ne, was kann ich für Sie tun? Und ich so, ja, ein Kollege hat gesagt, ich soll mal zum Urologen. Und er so, wie, ein Kollege hat gesagt. Und ich denke, oh scheiße, das geht schon so kage los. Wieso geht das so los? Ja, warum sagst du denn sowas? Ja, weil ich dachte mir, wie erkläre ich denn, warum ich hier bin? Ja, ich wollte einfach so kurz aufgrund von Vorsorge einfach mal unten. Ja, das klingt jetzt so einfach, wie du das sagst. Ja, einfach mal abchecken lassen, ob alles gut ist. Es ist natürlich wichtig, dass man das macht. Ein Kollege hat mir einen Tipp gegeben, einfach mal einen Lümmel anfassen zu lassen. Ja, so etwa habe ich es rübergebracht. Das war halt schon ein unangenehmer Start. Es war sowieso schon unangenehm, weil die mich vorher schon gefragt hatten, so, wer mein Hausarzt ist. Und ich so, ja, weiß ich nicht. Also habe ich nicht. Und sie so, ja, wie, du hast kein Haus, also hast nicht einen Arzt. Und ich sag, ja, ich gehe nicht zum Arzt. Und sie, weil ich gehe halt wirklich, ich weiß nicht, also ich war hier, seitdem ich in Aachen wohne, ich wohne jetzt seit 4 Jahren in Aachen. Ja. War ich, glaube ich, einmal beim Arzt und denkst du drüber nach, warum drehe ich mich zur Wand? Dann sieht er ja meinen Po. Und dann tickert es so in meinem Kopf und ich so, ah. Und da hatte er schon Gleitgel bei sich am Finger dran und hat gesagt, das wird jetzt ein bisschen, Alter, alles, was ich gesagt habe, das war so wack. Dann sagt er so, ja, das wird jetzt ein bisschen unangenehm so. Und geht halt rein, tastet kurz ab, geht wieder raus und ich sag so, ja, so unangenehm war das nicht. Also ich wollte ihm halt klar machen, dass es nicht schlimm war. Also ich wollte ihm rüberbringen, dass alles okay ist, also dass es mir gut geht, dass jetzt nicht, aber ich habe halt so gewirkt, als würde ich damit flexen wollen, was ich alles in Ass taken kann. Das ist so super, super scheiße gelaufen. Alter. Dieser ganze Termin war so unangenehm, boah, weil scheiße. Alles, was ich gesagt habe, war so kacke, Digga. Das klingt echt alles wirklich kacke.
2012 wurde Ju wegen mehrerer Abstechen vieler Kinder, einiger. Auf Bauernhöfen, vielleicht einfach nochmal ein bisschen expliziter werden. Irgendein random Fact, weil dann klingt es glaubwürdiger. Ja, schon mehrere Male verurteilt. Er wurde dennoch immer freigesprochen. Hä, hey, wenn er verurteilt ist, kann er nicht freigesprochen sein. <Ja, stimmt. lacht> Der Juristen-Ju ist am Start. Er wurde mehrere Male verurteilt, aber trotzdem immer freigesprochen, weil du so eine Karte hast von Monopoly, so geht, komm direkt aus dem Gefängnis frei. Sagt der Richter so, ich verurteile dich. Ja, und du stehst auf und sagst, damit rechnest du nicht, und siehst du deine Karte. Und er so, und er hebt so seine Faust. Frohes neues Jahr. Wir sind wieder da, machen Teig, Girls im Club klar. Frohes neues Jahr. Wir sind wieder da, machen Teig, Girls im Club klar. Nein, das heißt. Doch, genauso machen wir das. Mach ich gerne. Doch, ich mache den am Anfang. Er kommt am Anfang von dieser Folge. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Aber bau doch ein, was Chinesisches. Ich sag jetzt nochmal. Dingen Quine. Dingen Quine. Quine. Dingen Quine. Frohes neues Jahr. Wir sind wieder da. Dann haben die sich halt so unterhalten. Und dann haben beide sich mit mir unterhalten. Auf Chinesisch. Ich habe halt kein Wort verstanden. Ich habe die ganze Zeit während der Massage. Ja, das ist ja während der Massage. Ganz unentspannt. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, what a papa, sit dog, Warren. Was heißt das? Die ganze Zeit. Das heißt einfach, mein Vater ist Deutscher. damit die verstehen. What a papa, sit dog, Warren. Was war das? Ja, what a papa, sit dog, Warren. Die ganze Zeit so, ey. Ich so, ey, what a papa, sit dog, Warren. Und immer so, ey, das ist so mega geil. Du weißt zuerst nicht, wie du dich auf die Liege legst und dann liegst du da. Zwei Leute sind plötzlich da, unterhalten sich und du sagst nur, mein Papa ist Deutscher, mein Papa ist Deutscher. Das ist echt Poesie. Ich bin auch nach Hause gekommen, so in Deutschland angekommen, erstmal mein Tinder gesperrt worden dann. Hab ich gesehen, ja. Voll. Ich hab davor alle Asiatinnen unmatched, vielleicht deswegen. Sad. Ja. Aber ist wieder free. Aber hast du es jetzt, hast du einen neuen Account gemacht? Ich bin wieder back. Ja. Also bist du entsperrt oder musst du dir einen neuen Account machen? Ja. Hast du denn Support geschrieben? Wie läuft das ab? Ich habe Connections. Ja. Ich habe in der letzten Folge versprochen, dass ich erstmal nicht mehr trinke. Das ist ein Aber-Satz. Ja, das ist ein Aber. Aber ich habe dann doch nochmal, also ich habe angefangen mit alkoholfreiem Bier. Das hat auch gemundet, ja. Ja. Und dann waren wir noch woanders und dann waren die Gin Tonics da. Ah. Ja. Und dann dachtest du dir, komm. Ich dachte mir, scusi, il disturbo, Roberto. Roberto. Si. Ja, ich kann das verstehen. Wir sind ja auch ein italienischer Podcast hier, bellissimo. Aber deswegen habe ich nochmal getrunken. Und am Wochenende habe ich auch nochmal getrunken. Ey, Junge, du hast, also langsam muss ich eine Intervention starten, glaube ich. Ach du. ich glaube langsam. Ja. Ey, ohne Scheiß. Ja. Es ist an einem Punkt, wo du dich nicht wundern würdest, wenn du nach Hause kommst und da sitzen so 10 Freunde von dir in einem Kreis und sagen, hey, Ju, wir müssen reden. Und dein erster Gedanke wäre nicht, hä? Sondern, ja, okay. Nee, mein erster Gedanke wäre, trinken wir dabei? Oder? Manchmal mache ich auch eine Sprachmehr, dann höre ich mir die 8-mal an, weil ich denke, boah, meine Stimme ist so maskulin. Warte. Machst du eine Sprachmemo an dich selber, um was eine Notiz zu haben und dann hörst du es immer wieder an? Oder? Nee, ich höre mir es nicht nochmal an. Okay. Also vielleicht mal, um zu gucken, wo ich am Ende geblieben bin. Kennst du das, wenn du eine Sprachmemo machst und denkst so, boah, da habe ich richtig krass geklungen. Mm. So, da habe ich bestimmt so richtig heftig und ich habe so abgeliefert. Ja. Und dann machst du die nochmal an und dann klingst du so, ja, sorry, ich wollte nur nochmal an der Stelle.
Ja, aber habe ich nicht, weil ich ziehe die immer so in mein Recording-Programm, dann mache ich noch mal ein bisschen Mixing und Mastering. Genau, und tune sie so ein bisschen tiefer. Genau, ein bisschen Background-Music auch so. Ja. Ja, ganz was, was für Background-Music kommt dann? Meistens immer so Deep-Dive-Learning-Music. Was heißt das? Keine das ist Ahnung. Doch kein Genre, Digga. Das ist doch kein Genre. Das ist, wofür du das hörst. Das ist so Mountainbike-Musik. Ja, was ist denn das? Das ist doch keine Art von Musik. Ich habe aber auch noch ein DM. Und zwar sorgen sich noch Leute um dich und deine Gesundheit. Denn du hattest mal vor 2 Monaten erzählt, dass du Glas im Fuß hast. Und dann habe ich gesagt, dann geh doch zum Arzt. Und du hast gesagt, ja, ich war beim Arzt. Und der Arzt hat gesagt, ich muss nochmal zu einem anderen Arzt oder so. Hm. Mache ich nicht. Ja. Und da habe ich gesagt, das kannst du nicht einfach drin lassen. Und dann hast du gesagt, doch, der Arzt hat gesagt, das tritt sich dann fest und das ist schlecht. Mhm. Aber ich mache das trotzdem. Ja. Und wie ist der Stand? Hast du noch Glas im Fuß? Die Sache ist, wie soll ich sagen, man muss auch manchmal lernen. Es gibt Menschen, die haben eine Allergie gegen Katzen. Dennoch haben sie auch Katzen. Und nicht immer nur meckern. Es gibt ganz andere Probleme, die sehr viel wichtiger sind. Zum Beispiel dein Alkoholproblem. Menschen, die eine Allergie gegen Katzen haben und Katzen besitzen. Ja, das ist das Problem. Ja. Ich spüre wirklich nichts und kann sein, dass beim ersten Arzt, wo ich da war, wo die ein bisschen da rumgepittelt hat, das Glas schon rausgefallen ist, weil das rein gar nichts mehr. Das, okay, ne, ist nur ein also ganz, du bist fein. Ja, so ein ganz leichter roter Punkt noch. Ich weiß nicht, warum der so lange bleibt. Wie geil müssen die sich denn fühlen? Weil die einfach stehen, vor die Polizei mit 2 Autos fährt hinter dir lang und du schüttelst die ab und stehst dann in irgendeiner Seitengasse und denkst dir, Digga. Ja, aber dann fährst du halt in die nächsten 3 Polizeiwagen rein, die auf der anderen Seite warten. Nee, die haben die bestimmt, also die haben... Ja, okay, wir können ja auch sagen, dass es ein Happy End gewesen war. Ja. Ja. Also Happy End jetzt aus der Sicht, wenn man gegen Polizei ist. Ich will das jetzt gar nicht glorifizieren, dass man vor der Polizei wegfahren soll, aber ist schon geil. Krass, fühlt sich bestimmt sick an. Aber mach das nicht. Mach das nicht. Obwohl es sehr gut ist. Weniger Alkohol trinken, mehr Wasser trinken. Gesundheit, das ist gut. Das ist alles, was dir einfällt zu sagen. Ich glaube nicht, dass wir damit in die Kategorie Gesundheit reinkommen. Ich glaube, wenn du über Gesundheit einfach mal so Yoga. Ach so. Hey, mir fällt jetzt auch nichts ein, außer Yoga. Ja, Gesundheit ist halt so ein riesiges Thema, ne? Ja, hä, was, da kann man so vieles erzählen. Da passt ja auch grüner Tee dazu schon. Da kannst du ja auch einfach nur Strecken sagen. Gesundheit ist ein Blödsinn. Strecken? Ja, Strecken ist safe irgendwo gesund. Ach, dich strecken, dein Körper so nach oben strecken. Ja, was so. Denn sonst, ein Arschloch strecken oder was? Ich dachte gerade, eine Drogenstanz zu strecken, ja. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass wir eine Therapiestunde haben, ne? Wie ganz, wer ist die Frau, die hier sitzt? Wer ist? Ich habe mir was überlegt, ja? Und zwar du und ich, wir kennen es ja schon ein bisschen länger so, ne? Und manchmal ist es auch ein bisschen so hitzig zwischen uns. Hast du auch das Gefühl? Du, wer ist die Frau, die hier sitzt? Okay, ich habe ja von Paartherapie gesprochen in der letzten Folge, ja? Ja. Und deswegen dachte ich, ist es doch ganz nice, mal eine Paartherapeutin hier vor uns sitzen zu haben, oder nicht? Für wen? Für uns. Für uns? Für uns. Also wie ist Ihr Name? Ja, hallo erstmal ihr beiden. Freut mich, dass wir heute hier sind. Mein Name ist Frau Aniram. Und ich bin erst eine kurze Zeit hier, aber ich merke hier schon eine ganz klare Dynamik zwischen euch beiden, die man näher untersuchen sollte. Ja, und, ja ich auch. Ich glaube, dem können wir uns heute dann muss man das in Ruhe untersuchen? Widmen. Manchmal kommst du hier hin und hast nicht mal Screenshots von DMs vorbereitet. Ja. Ja, dann musst du noch in der Folge suchen. Hey, das stimmt doch gar nicht. Doch, das habe ich schon erlebt. Ja. Hier, Frau Marmram. Frau Anira, ja. Ich finde es gut, dass du mich zu einem praktisch zum besseren Menschen gemacht hast, weil ich mit Scheißleuten mehr umgehen kann jetzt wegen dir. Das ist doch gut, ja. Danke dir. Hä? Habe ich aus Versehen ein Kompliment gemacht? Ja, das ist doch die Aufgabe. Also ja, ich wollte volles Kompliment. Ja, das war hundertprozentiges Kompliment. Das wollte ich machen, ja. Nämlich geht es um den Bürgermeister von einer Stadt. Und soll ich dir sagen, wie die Stadt heißt? Auch Bürgermeister? Nee, nicht der Bürgermeister von Bürgermeister, sondern der Bürgermeister... Das ist genau wie, ich bin Legion und wir sind viele. Ja, genau. Ich bin da meine Hände am Waschen, hinter mir Leute am, wie heißt dieses Urin-Ding jetzt nochmal? Urinal? Ja. Ja, heißt das so? Ich glaube, ja. Das klingt so komisch, ne? Nee, aber das heißt so. Ja, ich packe so mein Handy raus, Leute denken wahrscheinlich so, Digga, ich filme deren Pimmel so. Und dann filme ich einfach so diese Wand, diesen Sticker. Und dann kam so ein Typ so auch an. Und so während ich dann da war, der aber seine Hände waschen wollte, weil es ja über ein Waschbecken war, und dann meinte der zu mir, ja, du siehst gut aus. Und ich meine so, nee, ich habe diesen Sticker da gefilmt.
weil das bin ich. Hast du dir gesagt? Ja, hab ich gesagt. Nein. Ja. Doch, doch. Hast du echt gesagt? Ja, ja, hab ich gesagt. Also finde ich einen Ticken unangenehm. Ja, es ist, ich war aber in so einem Delirium von wegen, von Freude. Weil ach ich so, fand das du so, warst so völlig, du hast so ein wholesomenes Gefühl gehabt von, die Community ist so krass. Ich muss durch den Hoodie und ein T-Shirt durchgucken, ob du einen guten Körper hast. Nee, nicht guten Körper. Ich habe einen neuen Körper. Du hast einen neuen Körper? Ja, ich war nämlich beim Osteopathen. Aha, was, ja. Was ist denn ein Osteopath? Boah, also Osteopath, das sind diese Menschen, die diesen Körper wieder einrenken. Ich habe mir halt so gesagt, so, yo, ich sitze viel am PC, ne? Ich habe mein halbes Leben lang. Warte, ganz kurz, ganz kurz. Erstmal, machst du deine Arzttermine selber? Nee, wieso? Ist das relevant jetzt für die Geschichte? Ich hätte halt gern gewusst, ob du so ein bodenständiger Mensch bist oder abgehoben. Ja, nee, aber ich jetzt bin da schon abgehoben. Ich habe schon Leute, die mir Arzttermine besorgen. Mehrere? Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich kaputt bin, dann kann ich nicht arbeiten, dann kann ich sie nicht zahlen. Ja, guck, genau, da helfen alle mit. Ich war jetzt schon dreimal in Amsterdam. Ja. Und läufst halt einfach in einen Coffeeshop. Ja, und du bist da reingegangen und dann? Breit wieder raus. Bist du breit wieder raus? Ja, und auf dem Weg habe ich mir noch einen Muffin gesnackt. Hey, voll cool. Ich wusste gar nicht, dass du mal Erfahrungen mit Weed gemacht hast. Nachdem wir das geklärt haben, ich habe noch eine DM von Julia. Kleine Bitte. Hallo Rezo. Hallo Ju. Meine Nichte Mia, 14, ist großer Fan. Sie hatte bei ihrer Skifreizeit einen Unfall, wo ein Snowboarder in sie reinfuhr. Boah, und jetzt liegt sie mit großen Schmerzen im Bett. Jetzt zu meiner Frage, könntest du ihr eine kleine Sprachnachricht machen, wo du ihr gute Besserung wünschst? Das würde sie total happy machen. Ich dachte mir, vielleicht können wir jetzt eine kleine Nachricht machen für Mia. Voll. Also ich fange an, ja? Mhm. Hey Mia, hättest du auch aufpassen können? Spaß, Spaß, alles Spaß. So Spaß. Alles Joe. Mia versteht das. Ja, Mia versteht das. Ich meine, die ist ja auch schon 4. 14. Ach so. Was hattest du? 4? Was? 14, habe ich doch gesagt. Hä? Ich hatte einmal auf einer Skifreizeit mit der Schule. Da ist eine gestürzt. Da ist eine gestürzt. Und dann? Dann hat sie geblutet. Entschuldigung. Du kann, ey Junge, du kannst nicht. Warum lachst du denn jetzt? Du lachst jetzt. Du lachst. Doch, ich kann nicht. Ich wollte eigentlich was ganz Schlimmes erzählen. Ja, aber ich. Oh, dann lach doch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls haben meine Eltern also mir literally eine E-Mail geschrieben, wo sie. Ja, so wenig Kontakt habt ihr mittlerweile. Alter, krass. Ich rede auch mit meinen Eltern, aber die haben mir einfach so eine E-Mail geschrieben und sie sagten, ja, ja, du hast das ja schon ganz gut erklärt, aber. Ja. Also die E-Mail hat meine Mutter geschrieben. Und deinen Vater ins CC gesetzt. Weiß ich nicht, guck mal, das wäre weird, aber warte, ich gucke. Ach, du guckst wirklich jetzt? Nee, es steht niemand im CC. Also meine Mutter ist einfach frei. Nur ihr Anwalt noch. Ja, meine Mutter hat mir das einfach so, ja. Aber das ist grundsätzlich so. Also wenn mir jemand von meinen Eltern Feedback gibt zu Dingen, die ich mache, ist immer meine Mutter. Krass. Ich glaube, mein Vater kriegt gar nicht so viel mit von dem, was ich mache. Aber meine Mutter hört auch manchmal den Podcast. Ich glaube auch. Was? Dein Vater hat sich gar nicht so interessiert für dich. Weil ich kenne ihn ja, ich habe ja schon mal mit dem am Tisch gebetet und der hat auch nicht so oft deinen Namen gesagt. Der nächste Punkt passt zu dir, Verantwortungslosigkeit. Das, wieso ist es mich? Ja, du handelst einfach, du sagst Dinge gegen mich halt. Wendler, das ist so verantwortungslos, was du da einfach hinausposaunst. Ich finde, das ist eine verantwortungsvolle Geste, weil ich meine gesellschaftliche Pflicht und Verantwortung von Aussprache. Ja, du bist da schon sehr, so, sehr harsch und sehr impulsiv manchmal. Ja, aber impulsiv ist ja was anderes und impulsiv ist ja nicht ein Merkmal, sondern Verantwortungslosigkeit ist ein Merkmal. Der nächste Punkt ist impulsives Verhalten. Ja, nee. Doch, steht hier. Nein. Hä, zeig. Fick dich. Fick dich. Das bist du zu 1000%. Ja, okay, ich bin ein bisschen impulsiv. Ja. Ich bin, das stimmt schon. Manchmal werde ich ein bisschen wütend. Ja. Dann rede ich mich in Rage. Du bist impulsiv manchmal, aber du bist auch manchmal so ein,
wegen diesem Parasitären, ne? Ich überlege gerade. Ich überlege gerade so. Ich bin gar nicht so parasitär. Ja, doch, guck mal, du bist ja ein bisschen so parasitmäßig, du bist ja auch zu Hause so am Lungern manchmal. Bei mir zu Hause? Nee, bin ich im Büro. Okay, sorry, Bro, ich wusste nicht, dass du so Büro busy bist. Ist doch nicht parasitär, das ist doch mein Büro. Ja, aber dass du halt da so bist und dann so Leute losschickst, deine Sachen zu machen. Was? Wie so losschicke? Wen schicke ich denn los, meine Sachen zu machen? Ja, hast doch schon selber zugegeben, dass du Leute losschickst, die deine Arzttermine machen. Ja, aber die schicke ich ja nicht los. Ich sag doch nicht, oh, geh mal zum Markt, um einen Arzttermin zu machen. Die bleiben doch da. Die bleiben doch im Office, wenn sie den Arzt machen. Ja, aber die machen es für dich. Na gut. Nächster Punkt. Unfähigkeit, für sich selbst Verantwortung zu übernehmen. Hey, hast du das jetzt extra? Hast du ihn vorher gelesen? Zufall war das. Ach, Quatsch, Digga. Ja, natürlich. Ich wundere mich schon, warum sprichst du es mir den Arztterminen an? Oh Mann, Alter. Ja, ey. Du machst deinen Arzttermin auch nicht. Du übernimmst auch keine Verantwortung für dein Leben. Ja, guck mal, wie du mich beschuldigst, anstatt irgendwie mir mal einfach, weiß nicht, mir zuzuhören. Digga, du machst so wenig. Gehst du einkaufen? Nee, aber man kann ja auch liefern lassen. Der nächste Punkt ist Mangel an Empathie. Ey, du bist so ein Huhn. Ich höre ja gerne True Crime Podcasts. Und das Problem ist, dass wenn man so Podcasts hört, dann ist es ja häufig so, dass man dann durch ist mit dem einen, den man mag, und dann lernt man so einen zweiten kennen und ist dann mit dem aber auch durch und dann lernt man so einen dritten kennen. Man braucht immer mehr, so. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und einer, den ich neulich gehört habe, den ich hin und wieder gerne höre, nämlich Puppies and Crime, der hat zufällig über mich gesprochen. Also ich habe den die Folge so gehört und wirklich so aus dem Nichts raus sagt die eine so zur anderen, ja, da habe ich auch ein Rezo-Video drüber gesehen jetzt gestern. Hab mich voll gefreut. Ein Rezo-Video, ja krass. Über welches Thema war dein Video? Frauenverachtung. Also nicht von mir. Also dass okay, ich nee, alles ich hab, gut an der Stelle, liebe Freunde. War eine schöne Folge an der Stelle. Ich habe reagiert auf einen frauenverachtenden Dude. Ach so, ja, sie ja, hat ja. jetzt nicht gesagt, sie hat nicht gesagt, ich habe ein Rezo-Video gesehen, da war Rezo frauenverachtend. Das hat sie nicht gesagt. Nee, das habe ich nur gesehen. So. Wie war deine Woche? Ja, nicht besonders, ne? Ich habe heute mit Kindern gedreht. Digga, was? Was ist das für ein Satz? Langsam, ja, langsam. Oder Jugendlichen. Backup. Du bist dir nicht sicher. Ich bin ja bei so... Ja, wie alt waren die denn? Ja, zwischen 8 und 16. Das kann doch nicht... Kann ich denn ernst sein, dass du nicht einschätzen kannst, wie alt Kinder sind? Ich glaube 16. Du nee, glaubst klar, 16, konnten, aber ja, hätte auch 8 sein nein, können. Nein, die konnten so gut reden. Wie viele? Warum? Drei. Was? Drei? Drei Teenager? Ja. Drei so jugendliche Boys. Ja, wir waren skaten. Spaß waren wir nicht. Habe ich natürlich gedacht, okay, irgendetwas, was mit 10.000 was zu tun hat. 10.000 Menschen verloren im See. Gibt es da einen Song, der so geht? Nee, aber könnte echt sein. Was? Von Max Giesinger. Max Giesinger voll, ja, wollte ich auch gerade sagen. 10.000 Menschen verloren im See. Hä, aber verloren im Tränen. See? Was heißt denn verloren im See? Dass die alle gestorben sind und im See sind? Tränen. Die ich jeden Tag sehe. See auf See gereimt, sehr gut, Strong. Ja, See ist ein Split. Hä, ein Spit? Ein Spit meine ich, ja, ja, stimmt. Ich habe Schmerzen, die tun mir so weh. Ich wünsch mir Sommer, den Sommer mit Schnee. Ganz liebe Grüße an Max Giesinger an der Stelle. Ey, nee, ey, sag nichts gegen Giesinger. Hä, wir haben den noch kurz mal getroffen. Beziehungsweise ich habe den nicht mal Hallo gesagt, aber wir waren noch mal Karaoke singen, ja. Da war der auch. Let the shine zu Kaffee und Tee. Du warst weg wie eh und je. Ich sage bleib, aber du wolltest gehen. Und jetzt bin ich hier allein im Regen stehend. Es ist authentisch. Was ich soll bin ich auch sagen? Strong. Es ist strong. Yeah. Und mit diesen wunderschönen Deutschpop Grüßen. Verabschieden wir uns. Boah, Digga, was ist das denn? Was ist denn los? 23.000 Follower auf Instagram. Alle gekauft. Ey, bis nächste Woche. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Bis dann. Das ist meine Lieblingsfolge, war. Die höre ich mir nochmal an, war. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Du bist